Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels ein Trinken. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Also, was ist dein Hauptfach? Du lallst und riechst nach Bier. Du lächelst unbeholfen. Evolutionsbiologie, antwortet sie. Und ich bin Dozentin. Cool, erwiderst du. Und du? Fragt sie. Sie rümpft die Nase. Toxikologie? Machst du dich über mich lustig? Fragst du. Sie nickt. In der Sorge, dich gekränkt zu haben, fragt sie dich, ob ihr euch einen Cheeseburger teilen wollt. Eine Woche später seid ihr zusammen. Und damit willkommen bei einem Spiel, das ich schon ganz lange Zeit spielen wollte. Und zwar Firewatch. Ich habe mich nicht groß gespoilert. Aber so ein Spiel mit einer sehr schönen Story sein. Wenig Spiel, viel Story. Aber eigentlich genau das, was ich gerne mag. Und deswegen würde ich euch gerne mit auf diese Reise nehmen. Und wir fangen mal an und nehmen den Rucksack. Und wir sind in einer Garage. Unser Fahrzeug offensichtlich. Unser Pickup ist das einzige Auto, das weit und breit zu sehen ist. Eine Mülltonne. Ich werde auch nicht übermäßig schnell durch dieses Spiel durchrennen. Ich will mir alles angucken. Alles schön in Ruhe. Hier geht's nicht weiter. Dann steigen wir mal in unser Auto. Einsteigen. So, noch den Rucksack hinten drauf. Und dann los. Ihr seid schon seit gut einem Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nicht zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Wir entscheiden uns entweder für den Beagle oder wir nehmen den Schäferhund. Ich würde sagen, wir nehmen den Beagle. Ja, weil wir wollen unsere Freundin natürlich glücklich machen. Also nehmen wir den Beagle Bucket. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt er gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Du auch. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 Uhr abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Das wäre schön. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das finde ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein.
Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. Und jetzt sind wir offensichtlich irgendwo angekommen. Fire Danger. Feuergefahr. Heute hoch. Ach ja, noch eine kleine Ankündigung. Die Folgen von Firewatch werde ich nicht wie üblich beenden, sondern ich werde das Let's Play einfach so durchspielen. Einfach damit ich nicht aus der Spielwelt hier gerissen werde und die Atmosphäre erhalten bleibt. Ich denke mal, das ist kein Problem. So, eine Karte der Region. Two Forks. Wir sind bestimmt hier. So. Nicht vergessen einzuchecken. Du bist in ihrem Revier. Lerne mit Bären zu leben. Warnung, dieser Weg ist nicht für unerfahrene Kletterer oder Wanderer. Ja, die sollten da nicht laufen. Und keine Feuerwerke. Okay. Hier. Dann gehe ich mal weiter. Und es wird dunkel. 1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Wir werden sauer. Du bezeichnest sie als rücksichtsloses Arschloch. Leck mich doch, brüllt sie. Stell dich nicht so an. Du bezeichnest sie als egoistisch. Sie weiß, dass du es ernst meinst. Es verletzt ihre Gefühle. "1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln wie ein He-Man. Du tändelst herum wie ein Victoria's Secret Model. Sehr schön. Und hepp. Ein guter Sprung. Hier sind ein paar Bäume umgefallen. Wir gehen den Weg weiter. Ein Schild. Feuerwachturm Two Forks. Noch 13 Kilometer. Mit der Leertaste können wir über Hindernisse klettern. Und hepp. Was für ein schöner Sonnenuntergang. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht euch mit einem Messer auszurauben. Er tritt Bucket. Buh, buh, fa. Verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Du jagst ihn davon. Du greifst in deine Tasche, als hättest du eine Waffe, und drohst, ihn umzulegen. Du schaffst es, euch allen drei Angst einzujagen. Er haut ab. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert er im Fluss entlang. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. 1984.
Julia wird ein Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Du überredest sie, das Angebot abzulehnen. Oder du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Ganz ehrlich? Ich finde, das wäre nicht fair. Deswegen zweite Variante. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden. Aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Vorlesung benötigte. Die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Verdrängen ist keine Lösung. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellte sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt, vorerst niemandem davon zu erzählen. Boah, das ist krass. Mit 41 Demenz. Boah. Tagebuch. Danke. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2-wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann. In einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Also ich bin der Meinung, solange es geht, sollten wir uns selber um sie kümmern. Der Wald. Nicht zurückschauen. Nur vorwärts gehen. Langsam balancieren und dem Hirsch nähern, der davon galoppiert. Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen.
Du kannst nichts ohne sie tun und sie können nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Du verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und rumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür oder du vertraust darauf, dass sie tief und fest schläft. Aber das kannst du doch nicht machen, das ist doch Freiheitsberaubung, auch bei dementen Menschen. Nee, das geht nicht. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar, am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Sheila an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche, erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über 1 Promille, verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst, es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. Also, das geht gleich schon mal gut los. Das ist natürlich eine tragische Geschichte. Ich konnte sich letztlich nicht mehr um sie kümmern. Dieses Leben so weiterführen. Und deswegen hatte er auch nichts dagegen, dass Julias Eltern sie dann mitgenommen haben. Denn falls der mal Liebe war, war die doch scheinbar nicht mehr. Und er war froh, sie los zu sein. Mal schauen, was wir auf dem Feuerwachturm finden. So, Strom ist an. Hello, Two Forks Tower. Hallo zurück. Ein schöner kleiner, schöne kleine Wohnung. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Ja, ich komme gleich. Ein außergewöhnlicher Geist. Untersuchen. I know you're there. Your lights are on. The Singular Mind, Dr. Jones Ellard. Two Forks, come back. Ja, pick up your radio. Linko. Ah, okay. Hallo.